Jetzt nur noch ein Spot. Ich wünsche eine gute Unterhaltung. Retro-TV. There's a witness. The evidence is gone. There's no trace left. Ruhe! Seid jetzt bitte leise. Es geht weiter. Der Meister muss sich konzentrieren. Bald auf diesem Kanal. Circumflex und los geht es. Ja. Ja, willkommen zu einem weiteren Teil Odyssey im Auftrag des Königs 8, Teil 8. Ja, ich habe mir überlegt, ob ich das nicht eventuell im Turbo-Modus durchspielen sollte. Das heißt also, statt einer 31 Minuten nur 3 Minuten, aber dann dafür heimlich komprimiert noch hinterher nachbearbeitet. Aber wir spielen im Auftrag des Königs und nicht im Auftrag der Mickey Maus, weil dann hinterher sich die Stimmen so komisch anhören. Ja, also... Ach, warum ich das sage? Ja, ich habe mir mal die durchschnittlichen Wiedergabewerte auf YouTube angeguckt und ja, das sieht nicht so toll aus. Ich meine, ich bin ja auch ein Let's Play-Gucker und ich weiß ganz genau, wie ich mich so ein bisschen benehme. Wenn es irgendwo langweilig wird, ich weiß nicht, ob ich dann mein Konzept ändern sollte mit langweilig werden. Ach ja, ich begebe mich übrigens jetzt wieder aus dem Dorf, weil ich habe auch wieder einen Tipp bekommen. Danke sehr dafür. Weiß jetzt nicht, doch Daniel, glaube ich. Ja, genau, Daniel hat mir nämlich gesagt, du pass mal auf. Du hast doch noch eine Einhandwaffe, ein Kurzschwert der Miliz, richtig. Oh, die macht aber einen tollen Schaden. Die werde ich erstmal anlegen, die schöne Kurzschwert-Miliz-Geschichte da. So. So, auch dieser Fehler ist behoben, weil hier ich nichts gehört habe. Muss ich nochmal wieder neu starten. Zwar war mein Mischpult nicht richtig eingelesen worden. So, nochmal hier nochmal eine Speichergeschichte und zwar machen wir das auf der Geschichte. Sollte mal immer zwei verschiedene Speicherpunkte haben, wie es mir empfohlen worden ist und das ist gut so. Ja, wir haben ja in der 7. Folge hier mal die Mädels gesehen und hier gibt es so einige schöne Peoples. Also schöne Ritter. Und Achtung, es wird wieder langweilig, weil ich laufe jetzt wieder zurück. Zurück da oben in die Burg, ne? So. Ja, ich finde das ein bisschen komisch, also. Ja, was heißt komisch? Jetzt passiert ja nichts, also kann ich ja ruhig vorspulen. Jetzt muss ich auf die Uhr gucken, okay. Soll ja wieder eine halbe Stunde werden. Eine Stunde, das ist zu lang. Was soll denn eine Stunde gespielt werden, wenn die alle nicht gucken? Na, ich kann ja auch eine Quizshow machen dabei, also von wegen, wie zu Weihnachtszeit oder zu Osternzeit. So nach dem Motto, heute gibt es wieder was zu gewinnen und zwar... Eine Reiseschreibmaschine nach Tokio. Eure Aufgabe ist es, während des ganzen Spiels zu zählen, wie viele Goblins in diesem Spiel zu sehen sein werden. Ja, bleib jetzt nicht hängen. Ja, und dann könnte man die Leute dazu ermutigen, dann doch ein bisschen länger zu gucken. Es gibt bestimmt auch Tricks oder sonst irgendwelche Geschichten, aber wie schon gesagt, mir macht es Spaß, hier ein schönes Let's Play zu machen. Und zwar von der Folge, beziehungsweise von der Modifikation Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, jetzt bin ich ein bisschen zu weit gelaufen, weil vor lauter Reden ich eigentlich da unten hier hin wollte. Und zwar genau diesen Weg lang. Ganz einfach aus dem Grunde, um für Oleg dieses neue Liedchen, das er komponiert hat, aus der Höhle zu holen.
Ich riskiere es mal. Es könnte ein Kampf werden zwischen Gobbos und des Protagonisten Roland hier. Naja. Mal auf dem Kontrollbildschirm gucken. Wer ist denn da? Ich habe nur einen Zuschauer, das bin ich selber. Gut. Sibbe, sibbe, sibbe. Ach, hier ist ja schon der Athanos Mole Rat. Der liegt aber lange da. So. Schauen wir mal, ob da ein Gobbo-Kram da ist. Mit der Gobbo-Kram ist doch da in der Höhle. Was sind die dort? Hier? Dich? Und nochmal Speicher? Und dann werden wir mal so einzelne Gobbos herauslocken. Weil damit kann man ganz gut fahren. Und zwar der erste ist irgendwie immer rechts. Oh, ich muss mal eben ein bisschen lauter machen. Ja, nämlich da hinten nix. So, komm, komm, komm. Ja. Na? Ich hörne doch. Los. Oh, das ist auch noch ein schwarzen Wetten. Ja, okay, der kloppt auf den Boden. Klappt nicht. Okay. Klappt nicht. Also schwarze Gobbos, Selbstmord. Das ist ein unmögliches Unterfangen, das zu machen. Dann gucken wir mal gleich ins Logbuch. Vielleicht können wir da irgendwie noch eine Quest. Eine Quest. Alex Lied, ein Brief an Vater und Mutter. Da weiß ich nicht, der verlorene Turmschlüssel. Gucken wir mal. Der Waffenknecht, jetzt der unten am Lagerhaus am Hafen seinen Dienst verrichtet, hat den Schlüssel vom großen Hafenturm verloren. Er vermutet, dass ihn bei dem alten Sägehaus verloren hat. Na toll, dort halten sich gerade ein paar Lurker auf, aber was tut man nicht alles für seine Freunde? Okay, ich glaube, dann komme ich auch gegen Lurker nicht an. Der Büchsenmacher, solch eine Muskete wäre vielleicht eine Alternative zum Bogen, aber dazu müsste ich schon sehr geschickt sein. Allerdings glaube ich nicht, dass es viele Musketenbauer gibt. Vielleicht ein Barand. Okay, das ist für später. Anneuern ist klar, das geheimnisvolle alte Geschichten, das ist hier unser Wenzel, nicht? Ja. Die versunkene Flotte, das ist auch unser Alchemist, da sollten wir mal nachhaken. Da muss ich mal gucken. Das ist immer noch das mit den Geräuschen. Okay, da geht es nur praktisch darum, die Leute auszufragen über den Seyan, diesen Alchemisten. Herr Brandt gefragt. Gut, geheimes Reiseziel. Gut, alles klar. Das hat noch was mit dem Schiffchen zu tun. Horn, da brauchen wir auch noch nicht weitermachen. Heim und Schlaf, das ist das mit den Wanzen, wo er denkt, Wanzen würden dort sein. Grundausbildung ist meine Quest. Für mich selber, da muss ich natürlich noch... Ah ja, ich habe Bücher gefunden. Da muss ich noch ein paar Bücher suchen. Herbert hat hierzu eine Truhe. Okay. Die habe ich also. Hauzus Lehren. Dann habe ich noch das Bogenbuch. Nicht Bogen, sondern für Armbrust. Geschicklichkeit habe ich. Habe ein Buch gefunden mit Grundwasse Muskeltraining. Genau. Danach sollte ich es Bruno geben. Aha. Dann gucken wir mal nach Brunochen. Dum, da, 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 dum, dum. Ich habe meine Lichtbox repariert. Wann war das letzte Woche? Jetzt tut sie wieder. Das ist, ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich hier das Greenscreening so richtig teuer gemacht habe. Das ist ganz günstig. Ich habe mir meine Lichtbox selber gebaut. Dann, das grüne Molton, das habe ich in einem Textildiscount gekauft und ganz einfach aufgehängt an zwei Stativen, Fotostativen. So steht es in den Heiligen Schriften. Aha, so steht es in den Heiligen Schriften. Im grünen Molton? Okay.
Gott, heißt es wieder, wo sind die? Oh, Wache. Möglich ist alles. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Nee, kann das nicht, ne? So, hier geht's ja in den... zum Olegs Schlafzimmer. Ja. Gut. Vielleicht sollte ich... Ach, ich habe ja übrigens... hier ist keiner. Nee. Ich hab doch Holz gehackt. Na los, mach mal was. Amulette schmieden, Ringe schmieden, Pfeile herstellen. Genau, das sollte ich mal ausprobieren. Aha. Gibt's keine Option. Bolzen bearbeiten. Nö. Also fehlt mir da noch was. Eine lustige Geschichte. Womit denn? Mir fehlt der entsprechende Gegenstand. Hab ich denn? Ah, ich kann schon was machen. So. Was machen wir dann? Dann, Schmiedehammer müsste ich haben. Gewöhnliche Waffen schmieden, Erzwaffen schmieden, Pfeilspitzen schmieden. Kann ich das? Gucken? Nö. Fehlt mir das auch. Ja, dann nicht. Stecke ich mir das glühende Stählchen mal schön. Ja, das bringt ja nichts, oder? Eine Klinge zum Härten, ja, sag ich doch. Ja, 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 ja. Muss ich wahrscheinlich beim... Wie heißt der? Jonathan? Ne, Jonathan war der Koch. Wird sich das jemals ändern? Es war genauso, wie du sagst. Daran wird sich nie... Glaubst du wirklich daran? Wen haben wir hier? Brünnchen. So. Hier hat er das nicht. Genau das habe ich auch gesagt. Mein Problem. Ich will von euch das Armbrustschießen lernen. Bildet mich im einen. Ich will stärker und geschickter werden. Okay. Genau das habe ich auch gesagt. So, und sonst wegen der Grundausbildung? Moment mal. Wegen der Grundausbildung. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ja, was ist damit? Das sind doch alles nur Gerüchte. Ich bin darauf gekommen. Aha. Die Probleme habe ich. Ich habe Hauzus Buch über das Muskeltraining gelesen, obwohl ich manches Wort erst mühsam entziffern musste. Man darf halt nicht alles glauben, was leider hat man Hauzus Original nicht korrigiert, sodass es etwas schwierig zu lesen ist. Warum hört eigentlich keiner? Aber mir hat der Mann irgendwie imponiert. Er muss wohl nicht viel im Kopf gehabt haben, aber bärenstark, das war er. Glaubst seine du Laufbahn begann mit einem Fausthieb, den er irgendeinem verpasste. Das brachte ihm den Namen Herkules Hauzu ein. Das liegt doch auf der Hand. Wer aber wirklich hieß, wissen wir nicht. Und das wusste nicht einmal er selbst. Herkules Hauzu verstand es aber, seine Fähigkeiten anderen weiterzugeben. Mit einfachen Worten versteht es Hauzu, seine Leser mit den nötigsten Grundlagen vertraut zu machen, die erforderlich sind, um seine Muskeln zu stärken, ist eine Pflichtlektüre für jeden Soldat. Doch, bevor ich es vergesse, das Buch nehme ich jetzt besser an mich. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, sehr gut. Ich habe Graf Canvas Buch über die Geschicklichkeit gelesen. Ja, hast du das? Schön. Also mir hat das Buch damals sehr geholfen. Der Verfasser hatte allerdings ein sehr tragisches Ende gefunden. Wusstest du das? Nein, was ist denn mit ihm geschehen? Nun, Graf Canvas Tragik war, dass ihn die Vorstellung, dass er ein sehr geschickter Mann sei, irgendwann größenwahnsinnig gemacht hat. Er wollte durch seine Geschicklichkeit reich und mächtig werden und schloss sich schließlich einer Gesellschaft von Leuten an, die, sagen wir es mal so, mit den Gesetzen des Königs nicht so genau nahmen. Durch ihr ungesetzmäßiges Handeln wurde Canvas steinreich. Als die Beschwerden aber über ihn immer zahlreicher wurden, griff schließlich der König, damals war es noch Robert der Erste, ein und ließ Graf Canvas gefangen nehmen. Er wurde nach Gotha geschafft und musste dort bis zu seinem Lebensende im Kerker schmachten. Aber seine Bücher, die er übrigens im Gefängnis schrieb, sind heute nicht mehr wegzudenken. Echte Klassiker. Doch, bevor ich es vergesse, das Buch nehme ich jetzt besser an mich.
Da kannst du eh nichts dran ändern. So. Das heißt also, die beiden Bücher habe ich ihm wiedergegeben, was mich ein bisschen wundert. Ich habe noch dieses Armbrustbüchlein, müsste noch im Inventar sein. Warum? Wo ist es? Meinst du, mir geht es besser? Hä? Das hat er doch vorher gewusst. Weiß ich jetzt nicht, warum das nicht da ist. So gut, dann machen wir mal nochmal sicherheitshalber ein Speichern. Ach, Gotha. In Gotha hatte ich meine Freundin gehabt. Und dann hatte ich Gothic 3 gespielt. Und dann hieß es auch irgendwas mit Gotha. Musste ich natürlich lachen. Und in Gotha waren nur Skelette oder so, war alles ausgestorben dort. Ja, eine Buchkommode. Das sind noch alles Bücher. Ich meine, das geht um die Geschichte von Athanos. Lagerbestand, 5 Kisten voll mit... Aha. Gut, okay, das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Das kann man hier auch schon überblinzeln, überblicken. So, Dille. Buchkommädchen, was haben wir denn hier? Hier geht es über die Goblins. Wird sich das jemals ändern? Wo sie sich verstecken. Ich wäre mir da nicht sicher. Ach, hier. Ihre Gegner einzukreisen, ja. Greift man. Was? Gibt's noch einen Tipp? Wenn die Goblins leere schlagen, greift man am besten sofort an. Diese Taktik verunsichert die Goblins sehr. Mit dieser Taktik und genug Ausdauer ist man in der Lage, auch größere Goblin-Horden zu besiegen. Ja, toll. Wenn ich einen schwarzen Goblin habe, wie eben gesehen, und der mich einmal trifft, dann bin ich gleich in. Im Arr. Ich hab da meine eigene Meinung. Geschichte der Insel. Wie die Insel Athanos zu ihrem Namen kam, ist umstritten. Man vermutet, dass der Name auf Athanos zurückzuführen ist. Ein Zeichen dafür sind die alten Steinkreise, die auf dem Berg in der Nähe des Dorfes zu finden sind. Was aus dem Menschen geworden ist, diese Steinkreise einst errichtet hatten, ist uns nicht überliefert. Vermutlich mussten die Bewohner die Insel wegen einer Hungersnot, wegen eines Krieges oder einer sonstigen Katastrophe die Insel verlassen. Schon in der Frühzeit wurde auf der Insel nach edlen Metallen gesucht. Es gibt alte Berichte, die schildern, dass die früheren Bewohner der Insel tiefe Stollen in die Erde gruben, um an Gold, Schwefel und Erz zu gelangen. Die Erzvorkommen der Insel sollten aber schon früh vollkommen ausgebeutet worden sein. Gold und Schwefel soll es noch heute im Erdinnern geben. Albertus Magnus Chronist. Ja, der Herr Chronist. Mal gucken, was hier drin steht. Das ist Lord Sintram. Warum der lange Reihe der Kommandanten Athanos wird zum gezeichneten Marbot-Kommandant. Gut, okay. Kann man ja auf Pause drücken und sich das Buch angucken. Ne? Das war doch schon vorher. Tiere auf Athanos. Blut. Ich kann das nicht glauben. Ich überfliege das mal. Es gibt viele Ratten auf der Insel. Kannst du eh nichts dran ändern. Ratten tief unter der Erde ihre Nester haben sie da. Ein gefährlicher Feind und was Schafe. Der Wolf, sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ja, da gibt es Goblins, Blutfliegen und Morats, Wildschweine und Scavenger auf der Insel. In der roten Mine soll es auch Crawler geben. Ausgestorben hingegen ist der Feldräuber. Alte Chroniken erwähnen auch den Schattenläufer. Der letzte soll angeblich vor mehr als 100 Jahren erlegt worden sein. Doch, da diese Quelle unsicher ist, erscheint uns etwas fraglich hier gewesen. So, Wenzel, was liest du? Du liest immer im Gleichen. Mal gucken. Sollen wir den nach einer Geschichte fragen? Hey, du hast nämlich langsam durch. Erzähl mir, was du erlebt hast, Wenzel. Ich kann das nicht glauben. Über die alte Bibliothek. Na, vielleicht kriegen wir ja was raus. Gerne, Roland. Welche Geschichte möchtest du denn hören? Meine Meinung will ja keiner hören. Erzähl mir etwas über die alte Bibliothek. In der Chronik von Athanos ist ja nicht viel darüber zu erfahren. Das stimmt, Roland. Man hat die Sache damals auch ziemlich geheim gehalten, weil man die Hintergründe erst vor kurzer Zeit erfahren hatte. Die Bibliothek wurde aber lange Zeit von den Feuermagiern genutzt, oder? Warum hört eigentlich keiner auf mich? Eigentlich schon seit die Burg errichtet wurde. Und das ist schon mehr als 500 Jahre her. Die Probleme habe ich kommen sehen. So lange schon? Dann muss dort ja ein ungeheures magisches Wissen zu finden sein. Sag nicht, davon kannst du ausgehen. Gewusst. Das halbe Obergeschoss wurde mit Büchern vollgestopft, während die andere Hälfte nur zu Lagerzwecken diente. Das höre ich zum ersten Mal. Als Lord Sintram Kommandant von Athanos gewesen war, wurde die Bibliothek allerdings verschlossen, was für uns alle damals sehr merkwürdig war.
Von mir Lord Sintram war übrigens ein sehr fähiger Offizier, der ich unter anderem dafür sorgte, dass das unsere Verteidigungsmöglichkeiten deutlich verbessert wurden. Er hat ich nämlich... Hab so einiges gehört. Lord Sintram ist jetzt nicht das Thema, Wenzel. Erzähl mir lieber, warum die Bibliothek verschlossen wurde. Ich hab mir das schon gedacht. Nun, das wüsste ich auch gern. Das jemals ändern? Lange Jahre konnte ich mir keinen Reim darauf machen, weil von Lord Sintram und den anderen Paladin nichts zu erfahren war. Ist das wirklich wahr? Lange Jahre? Das heißt, jetzt weißt du, warum die Bibliothek unzugänglich gemacht wurde? Man weiß gar nicht mehr. Sagen wir mal so, ich habe da meine Vermutung. Die Probleme habe ich kommen. Chronik höre mit einem wichtigen Hinweis von Marbot erst vor kurzer Zeit ergänzt wurde. Meinst du etwa den Absatz, wo von dem Feuermagier die Rede war? Ich habe was anderes gehört. Ja, denn ich weiß, wer der ehemalige Feuermagier ist, der sich neuerdings Belia verschrieben haben soll. Man weiß gar nicht mehr, wem man es ist kein anderer als Xardas gemeint, der ehemalige oberste Feuermagier des Königs. Das ist doch lange bekannt. Xardas? Bist du sicher? Die Probleme habe ich kommen sehen. Er und einige andere Feuermagier waren die Letzten, die unsere Bibliothek genutzt hatten. Sag nicht, dass am Ende du nicht war es sogar Xardas allein, da die anderen nach Methana zurückkehrten. Lord Sintram und die anderen Paladine dachten sich nichts dabei. Ich erzähl dir doch. Vielmehr glaubten sie, dass Xardas irgendeine tiefere Absicht damit verfolgte, die zum Wohle Myrtanas war. Nun, eine tiefere Absicht war es wohl, aber nicht zum Wohle, sondern zum Untergang von Myrtana. Denn nun hat sich Xardas, wie du weißt, vom Feuer zum Schwarzmagier gewandelt. Er ist ein Diener Belias geworden. Die Bibliothek birgt daher sicher eine Vielzahl von Geheimnissen, die Xardas unbedingt verbergen wollte. So ist das also. Hat denn niemand versucht, in die Bibliothek einzudringen? Sicher, aber alles war vergeblich. Viele Feuermagier aus Myrtana hatten versucht, den Zugang zur Bibliothek zu öffnen. Aber kein Zauber half, das Tor zu öffnen. Aber vielleicht ist das auch ganz gut so. Wer weiß, was Xardas für dunkler Zauber dort gewirkt hat. Vielleicht hausen da jetzt die verschiedensten Kreaturen Belias und behüten Xardas Geheimnisse? Na, wollen wir nicht hoffen. Du hast recht. Man sollte nicht gerade das Schlimmste vermuten. Aber Innos möge uns beistehen, wenn dort wirklich etwas Unheilvolles verborgen ist. Ich habe so einiges gehört. Ja. Das liegt doch auf der Hand. So, jetzt haben wir natürlich noch mehr Ärger wieder ein bisschen was gehört von dem Herrn Wenzel. Und zwar alte Geschichten. Das teilt sich immer so auf. Und zwar in alte Geschichten. Seeschlacht und jetzt von der alten Bibliothek. Und dann gibt es bestimmt hier auch noch die alte Bibliothek. Richtig. Jetzt war es ja so, dass es irgendwie noch Büchern gibt, die in einem Turm, in einem Regal sind. Also jetzt Bücher, die wir für die Grundausbildung brauchen, richtig. So, jetzt gucken wir mal eben. Ich habe doch irgendwie... ich habe das Buch gefunden über Armbrustschießen. Ne, im Einhandkampf Armbrustschießen gestellt. Also das ist das. Im Armbrustschießen, da ist es doch. Ich habe Bruno mitgeteilt. Ach so, okay. Was fehlt denn noch für die Grundausbildung? Natürlich noch Stärke und Geschick. Ich hätte das da brauchen wir natürlich erstmal Erfahrungspunkte. Wie machen? Aufgaben machen. Oder gefährliche Tiere natzen. Ja, ach übrigens, habt ihr jetzt wieder übersprungen? Ich habe da eine tolle Szene verpasst, meine Herren. Ich glaube, das war ein Easter Egg, obwohl Ostern schon vorbei ist. Bam, 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 bam. Sodele. Dann wollen wir mal wieder ein paar zu den Rittern gehen hier, beziehungsweise mal gucken, haben die was Neues? Volker zum Beispiel hat nichts Neues mitzuteilen, Ganelun. Hallo! Was willst du? Siehst du nicht, dass du störst? Okay, der will nicht gestört werden.
Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Aha. Ich habe Marbot gesagt, dass ich zu euch an Bord will. Du machst dabei so ein komisches Gesicht. Was hat er denn gesagt? Das kann er nicht. Tja, so wie ich ihn verstanden habe, möchte er überhaupt keinen seiner Leute entbehren. Er braucht jeden Mann. Ach, so ist das? Nun, dann werde ich dem Herrn Kommandanten in aller Deutlichkeit klar machen, dass er nicht herumkommt, unseren Wunsch zu erfüllen. Weißt du was? Du gibst Marbot diesen schriftlichen Befehl, der eigenhändig vom König unterschrieben worden ist. Mal sehen, ob er sich dann noch weigert. Aha. What was happening? Ja, okay. Das haben wir eben alles gehört. So. Ja, toll. Da ist er doch. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich soll euch diese Botschaft von Lord Baldwins Gesandtschaft aushändigen. Eine versiegelte Botschaft? Gib her. Ein schriftlicher Befehl vom König. Na, dann wollen wir mal sehen. Möglich ist alles. Jetzt hat er doch schon Freude. Und? Irgendwelche neue Befehle? Als ob du das nicht wüsstest. Aber nun ist ohnehin nichts mehr daran zu ändern. Der König befiehlt in diesem Schreiben, jedem seiner Kommandanten Lord Baldwin in seiner wichtigen Mission zu unterstützen. Und das heißt? Das heißt, dass ich Lord Baldwin jetzt unbedingt einen meiner Männer mitgeben muss. Glaub aber ja nicht, dass du derjenige bist, der Athanos verlassen darf. Ich werde nur denjenigen meiner Männer gehen lassen, der sich am meisten hier auf Athanos bewährt hat. Schließlich wird Lord Baldwin nur einen guten Mann gebrauchen können. Für dich heißt das vor allen Dingen, dass du erstmal deine Grundausbildung beenden musst. Ja. Erst wenn das geschehen ist, können wir weiterreden. Gehe also zu Bruno und frage ihn, was noch zu tun ist. Daran wird sich ja. Bruno. Ja, das ist doch schön. Steht da ein Aschenbecher oder was ist das? Nee. Das ist ein Tintenfass. Bruno ist weg. Bruno. Das ist doch alles. Oder leuchtet. Das ist Wenzel, ja. Ach. Geht er da wieder hin oder nicht? Oder doch? Oder? Mal gucken, in welcher Buchkommode oder beziehungsweise in welchem Buch er nachgelesen hat. Die rote Mine, aha. Aha. Die rote Mine, benannt nach der für Athanos typischen rötlichen Farbe des Gesteins, wurde erst unter Lord Sintram erschlossen. Lange vermutete man auf unserer Insel auch Gold finden zu können, doch erst zur Zeit des Zweiten Valentinischen Krieges begann man endlich systematisch danach zu graben. Nach einigen vergeblichen Versuchen wurde man fündig. Man stieß auf eine sehr ertragreiche Goldader. Daraufhin wurde immer tiefer in den Roten Berg hineingegraben. Leider musste die Mine wegen gefährlicher Erdbeben schließlich aufgegeben werden. Die bisher genutzten Stollen konnten allerdings vollständig ausgebeutet werden. Das Gold wurde verladen und nach Myrtana gebracht. Södele. Der Wenzel, der läuft gelangweilt rum. Das ist der Rekrut. Ja, Bruno, nicht, wo bist du? Hier ist wahrscheinlich keiner von uns. Hält sich Bruno wieder auf? Ich wäre mir da nicht sicher. Dann möchte ich mindestens mit dem nochmal quatschen, bevor wir dann auf den achten Teil, der ein bisschen holprig angefangen hat. Was, habt ihr nicht gesehen? Das hätte er doch besser wissen müssen. Der ein bisschen holprig angefangen hat. Ich glaube nicht, dass ich daran was erinnere. Das will doch keiner wissen. Zu beenden. So, der Herbert Flint. Meine Meinung mal gucken. Du schon. Warum hört eigentlich Flint auf mich? Ist doch wahr. Okay. Ich hätte das nicht. Herbert kapiert. Und was macht dein Training? Nee, das kriege ich wieder ein kapiert um die Ohren geschlagen. Das interessiert mich nicht. So. Wer erzählt denn so? Da haben wir Hinz. Ach, apropos, bei einem kann ich irgendwie, genau, Akrobatik lernen. 5 Lernpunkte? Ich habe, glaube ich, nur 2 hier, ne? Ja. So, Kunst, da kann ich, glaube ich, nichts machen. Das ist Bruno. Hallo, Bruno. Gut, okay, wegen der Grundausbildung. Wegen der Grundausbildung. Ja, was ist damit? Ich soll da zu Bruno gehen. Und sonst noch mal gucken. Und?
sonst noch irgendwelche Neuigkeiten, Burghauptmann? Oh ja, die Disziplin hier in der Burg wird von Tag zu Tag. Ihr Waffenknechte lungert immer. Keiner sieht mehr ein, ordnungsgemäß. Daher habe ich mich entschlossen. Das gilt auch für dich. Genau, kennen wir. Armbrustschießen, Einkampf, ich will stärker und geschickter werden und das war's. Ich sollte doch Bruno fragen, ob es noch was zu tun gäbe. Oder habe ich alles gemacht? Marbot hat den Befehl gelesen. Bevor er aber erwägt, mir die Erlaubnis anzuhören, muss ich erstmal eine Grundausbildung beenden. Ich soll zum Burghauptmann Bruno gehen und fragen, was ich sonst noch so tun soll. Also damit wird auch gemein sein, dass ich erstmal Geschick und Stärke mal in Angriff nehmen soll. Ralf. Hey. Dietriche. Kann ich mal welche kaufen? Was? Na, dann zeig mal deine Dietriche. Nummer 65. 64. 62. Ich kaufe mal 10 Stück. Okay. Gut. Ja, dann werde ich jetzt mal auch hier das Spielchen beenden und sage. Was sage ich denn da mal? Gehe ich nochmal durch die Tür durch? Immer wieder das Gleiche. Ich suche mir irgendwie eine geile Location. Ja, genau, richtig. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn nur teilweise. Trotzdem, wir sehen uns beim 9. Teil. Schreibt Kommentare und ja, Daumen hoch, ja. Und wie mein Kumpel gesagt hat im letzten, das liegt doch im vorletzten war das, glaube ich, ich sollte das ein bisschen bestimmter sagen. Ja, ich mache es auf meine Art und Weise. Und ich sage euch, wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare und bis zum 9. Teil. Tschüss.